3D-Drucken ist der Inbegriff von Dual-Use. Mit ein und demselben Gerät können ganz verschiedene Dinge hergestellt werden. Man sieht dem Gerät nicht an, was damit produziert wird. Werden Werkzeuge hergestellt oder werden Teile für Waffensysteme produziert oder sogar Komponenten, die für ein Kernwaffenprogramm benötigt werden. Akteure, von denen wir nicht möchten, dass sie gewisse Dinge produzieren können, Terroristen, Rebellengruppierungen oder auch Staaten, von denen wir befürchten, dass sie Technologie zu nicht friedlichen Zwecken einsetzen, können so an Waffensysteme gelangen, die sie auf herkömmliche Weise vielleicht nicht so leicht oder schwerer oder nur durch Unterstützung von anderen Staaten bekommen können. Die Technologie macht gänzlich neue Waffendesigns möglich. Sie kommt mit Vorteilen wie zum Beispiel der leichteren, aber stabileren Fertigungsweise einher, die für den militärischen Anwendungsbereich sehr wichtig sind. Sie verkürzt die Entwicklungsdauer von neuen Waffensystemen. Aber neben Produktion und Entwicklung spielt sie auch eine Rolle im Feld sozusagen. Die Technologie wird sich auf die Art, wie Krieg geführt wird, auswirken. Wir sehen heute schon, dass verschiedene Seestreitkräfte der Amerikaner, der Chinesen, der Briten einen 3D-Drucker mitführen, um dann vor Ort gänzlich autonom reagieren zu können. Wenn Ersatzteile benötigt werden auf hoher See, wenn eine bestimmte Drohne benötigt wird, wird diese einfach gedruckt und dann eingesetzt. Und wenn wir vielleicht noch etwas in die Zukunft schauen wollen, das Pentagon experimentiert derzeit mit 3D-Druckern, die Einheiten hinter feindlichen Linien mitführen, um dort autonom agieren zu können. Oder 3D-Drucker, die Blutgefäße und Haut drucken können, um Verwundete in der Nähe des Schlachtfelds sofort versorgen zu können. Aus sicherheitspolitischer Perspektive birgt additive Fertigung durchaus Risiken. Das kann sich im Bereich von kruden Kleinwaffen, Handfeuerwaffen abspielen, aber auch im Bereich von größeren Waffensystemen oder sogar Massenvernichtungswaffen betreffen. Im Bereich Kleinwaffen haben wir gesehen, dass Baupläne im Internet kursieren und man sich quasi zu Hause auf einem billigen, günstigen 3D-Drucker eine krude Plastikpistole drucken kann. Israelischen Investigativreportern zum Beispiel ist es gelungen, zweimal eine so gedruckte Waffe in die Knesset zu schmuggeln und einmal auf Netanyahu zu richten. Das zeigt also, dass Sicherheitsbehörden hier vor ganz neue Herausforderungen gestellt werden. Erste Ansätze, wie man diesen Sicherheitsrisiken begegnen kann, existieren durchaus. Es gibt Vorschläge, die darauf abzielen, den Export von Maschinen, von Material, von Fertigungsplänen besser zu kontrollieren. Es gibt Vorschläge, die darauf abzielen, diesen 3D-Druckern gewisse Vorkehrungen einzubauen. Zum Beispiel, dass wenn ein gewisser Bauplan gefertigt wird, der vielleicht nicht gefertigt werden soll, dass das Gerät sich zerstört oder dass der Bauplan zerstört wird. Vor allem aber, denke ich, muss auf das Thema mehr Aufmerksamkeit gelenkt werden. Es müssen alle relevanten Akteure, das heißt Industrie, Forschung, Entwicklung, Anwender, Sicherheitsbehörden, sich zusammensetzen, um hier bessere und weitere Vorschläge auszuarbeiten, wie man dem Thema begegnen kann, ohne dass gleichzeitig die positiven Potenziale, die diese Technologie ja mit sich bringt, abgewürgt werden.